Willkommen zurück, Leute, zu The Book of Unwritten Tales. Ach ja, schön ist es hier. Ja, wir waren dabei, die letzten Zutaten zu holen und keine Ahnung, wo die Madenviecher sind. Die asthmatischen Speckmaden. Haben die Maden vielleicht Asthma? Finden wir die draußen an der Luft? Wo sind die Speckmaden? Vielleicht kann er ja nochmal zu dem Spiegel was sagen. Das ist der Geisterspiegel, hinter dem sich das mächtige magische Amulett des Zauberers Balthasar verbergen soll. Irgendwie muss ich da rein, aber nur Geister können durch den Spiegel gehen. Und da hilft uns doch bestimmt der Tod. Ja, aber wo ist die letzte Zutat? Vielleicht kann er uns da nochmal helfen irgendwie? Entschuldigung, Herr Lehrer? Was gibt es? Ich würde gerne ein Stärkungselixier machen. Wäre das in Ordnung? Der Tod sagt... Ah, okay. Ich habe in den Rezeptbüchern gestöbert und ein Stärkungselixier erscheint mir recht harmlos zu sein. Keine ganz einfache Wahl. Aber es wäre auf jeden Fall ein geeigneter Prüfungstrank. Also los. Okay, cool. Ich habe noch nicht alle Zutaten für meinen Trank zusammen. So schnell geht das auch nicht. Ich brauchte für meinen Trank damals... die Wimper eines unsichtbaren Eichhörnchens. Wo ich so eins finde, wüsste ich sogar. Tatsächlich? Mich hat es 6 Jahre gekostet. Aber nichts im Vergleich zum Motorsägenbenzin. Das habe ich bis heute nicht gefunden. Man muss halt suchen. Also frag alle, die du kennst. Okay. Ich habe mit dem Tod über den Geisterspiegel gesprochen. Er sagt, nur Tote können zu Geistern werden und nur Geister können durch den Spiegel. So ist es. Aber der Tod sagt auch, dass man in diesem Spiel nicht sterben kann. Was meint er damit? Das kann ich dir nicht sagen. Aber wenn es um Leben und Tod geht, dann ist er der Experte. Aber ich kann mich doch schlecht töten lassen, nur um dieses Artefakt zu bekommen. Allerdings, du musst dir etwas anderes suchen. Irgendwo in den Nordlanden soll es eine Yeti-Höhle geben, in der ein verwunschener Gummistiefel aufbewahrt wird, mit dem man Regen rufen kann. Vielleicht versuchst du dein Glück dort? In weniger als 2 Monaten kannst du da sein. Das dauert alles zu lange. Ich lasse mir schon etwas mit dem Spiegel einfallen. Genau, wir lassen es einfach töten. Klappt schon, passt schon, irgendwie. Ich habe einen ganz tollen Zauber gefunden. Ich werde ein Kaninchen aus einem leeren Zylinder herbeizaubern. Mir wäre etwas mit Schafen lieber, aber von mir aus. Also gut, sie werden Augen machen. Was ist doch eigentlich nur so ein Trick? Ich meine, zählt das als Magie für selbst den hier? Na gut. Ich muss weiter lernen. Auf Wiedersehen, Herr Lehrer. Auf Wiedersehen, kleiner Schüler. Ha, voll süß. Ach, schön. Ja, aber wo finde ich die doofen Maden? Wir gucken mal weiter. Vielleicht finden wir die doch noch irgendwo. Vielleicht sind die ja hier bei den Fliegen. Beim Müll. Oder hier, jetzt ist er ja auch weg. Vielleicht... Ja, hier sind doch so Fliegen und so. Müll, Fliegen. Hallo? Ist da oben noch was? Ich war noch nie in einem Wirtshaus mit einem unsinnigeren Namen. Allerdings war ich auch überhaupt noch nie in einem Wirtshaus. Na also. Vielleicht kann er ja uns hier nochmal mit den Maden helfen. Wir können uns zumindest bedanken. Guck mal, es ist immer noch hier, das Riesensandwich. Ich habe die Hirschkäfergeweihe gefunden. Danke dafür. Kein Problem. Onkel Alfredo hat die Geweihe gern abgegeben, nachdem er erfahren hat, dass sie für deine Ausbildung sind. Cool. Zurzeit kann er mir, glaube ich, nicht weiterhelfen. Ich lasse ihn weiter... nichts tun. Die sollen das mal essen. Ich bekomme zwar langsam Hunger, aber das Sandwich lasse ich lieber den Ratten. Okay, ist hier noch irgendwas? Ach, hier. Das sind eklige Dinger. Und brauche ich die nicht? Sind die das nicht? Den werde ich mich auf keine 3 Schritte nähern. Warum nicht? Die sehen so aus wie unsere komischen Maden. Okay, sie sind es doch nicht. Zurzeit kann er mir, glaube ich, nicht weiterhelfen. Ich lasse ihn weiter... nichts tun. Dann können wir hier anscheinend wirklich nichts mehr machen. Aber hier würde ich... Ja, ich weiß nicht. Asthmatische Speckmaden. Wo soll ich wissen, wo man die finde? Ich gehe mal nach oben. Vielleicht sind die ja da. Sind die irgendwo hier? Sehe ich hier eine Lupe? Nein.
Kann er uns helfen? Hallo, Herr Schildträger. Hallo, Herr Unterberg. Was wollen Sie? Der doofe Gewinner. Ich bin jetzt genau. Ganz offiziell Schüler von Meister Markus. Sein Bester. Toll. Komm wieder, wenn du dein Diplom hast. Es wird nicht mehr lange dauern. Ja, ja. Warum glaubt er das denn nicht? Er sieht doch schon so aus. Ich mache jetzt mein Magier-Diplom. Sie werden schon sehen. Ja, ja. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Kriegen wir schon hin. Ach, das ist ja so ärgerlich hier. Dann gehen wir mal hier rein. Vielleicht finden wir ja hier noch irgendwie was, wenn wir nach hinten gehen können. Vielleicht ist ja hier noch irgendwie... Nee, auch nix. Wo sind die denn? Dann müssen die ja beim Tod irgendwo noch da rumkreuchen und fleuchen. An was anderes kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen. Bei ihm da drinnen ja wohl auch nicht. Geh trotzdem vorsichtshalber, auch wenn wir da angefangen haben, nochmal gucken. Aber... Ja, wozu den Steinmörser? Ich glaube nicht, dass ich den Mörser noch einmal benötige. Und dann die auch nicht, die Sachen hier? Im Kochtopf köchelt etwas Wasser vor. Ja, ja, wenn du alle Zutaten hast und so. Was ist hier noch? Ah, da ist ein kleines Kästchen. Auf diesem Kästchen steht nichts. Sind die da vielleicht drinne? Da drin liegen dicke, weiße Maden. Bitte lass es die richtigen sein. Die asthmatischen. Das dürften asthmatische Speckmaden sein. Yeah. Ich nehme sie mit. Dann habe ich doch alles. Ja, wir haben doch Ich habe alle Zutaten zusammen. Ich sollte mich ans Brauen des Tranks machen. Die Anleitung steht auf der Rückseite des Rezepts. Cool. Ich habe alle Zutaten. Ja, dann. Rückseite. Ich habe alle Zutaten zu... Ja, dann Rückseite und so. Hä? Dann benutzt es doch jetzt, die Rückseite. Ich habe alle Zutaten zusammen. Ich sollte mich ans Brauen des Tranks machen. Ja. Die Anleitung steht auf der Rückseite des Rezepts. Sollen wir jetzt einfach an den Trank vielleicht gehen? Ach, hier. Ja, okay. Dann wollen wir mal. Ja, wir können den Trank brauen. Meister Markus, ich beginne jetzt mit dem Brauen des Tranks. In Ordnung? Wie du willst. Aber mach dir nichts draus, wenn es nicht beim ersten Mal funktioniert. Du kannst es beliebig oft versuchen. Okay, danke. Aber die Zutaten gehen ja irgendwann auch alle. Also los. Wir versuchen es mal. Geisterpilze in den Trank geben und umrühren, bis sich das Wasser grün verfärbt. Dann mit dem Umrühren aufhören. Die Geisterpilze in den Trank geben. Geisterpilze, das sind ja wohl dann die hier. In den Trank umrühren, bis sich das Wasser grün verfärbt. Dann mit dem Umrühren aufhören. Wie kann ich denn rühren? Kann ich jetzt einfach rühren? Ah, okay. Dann warten wir mal, bis es grün wird. Jetzt hören wir auf. Schimmelschleimextrakt zugeben und den Trank links herum rühren, bis er eine rosa Färbung annimmt. Dann rühren wir mal nach links und warten, bis es rosa wird. Das ist noch nicht rosa. Das ist auch nicht rosa. Rote Schweißabsellen dazugeben und warten, bis rote Bläschen aufsteigen. Dann sofort so schnell rühren wie nur möglich. Oh Gott, okay. Jetzt. Ganz schnell. Hirschkäfergeweihpulver in den Trank streuen und sobald der Trank zum dritten Mal blau wird, sofort die Knochenwürmer hinzugeben. Hirschgeweihpulver in den Trank streuen. Und zum... Was? Und sobald der Trank zum dritten Mal blau wird, sofort die Knochenwürmer zugeben. Das sind die hier dann. Okay. Einmal blau. Zweimal blau. Dreimal blau. Anschließend die asthmatischen Speckmaden hinzugeben und den Trank viermal rechts herum, zweimal links herum und dreimal rechts herum rühren. Oh Gott. Also reintun. Viermal. Oh nein! Oh Gott! Das ging schief. Das mit dem Rühren ist so schwierig. Das war wohl nichts.
Es ist nicht so einfach. All die Zutaten und die Farben. Versuch's einfach nochmal. Das mit dem Rühren finde ich halt so schwierig, weil ich immer gar nicht weiß, wann habe ich denn rumgerührt. Ja, super. Das kann ja nur nochmal in die Hose gehen. Wir machen das nochmal. Im Topf köchelt das Wasser. Geisterpilze in den Pfannen nehmen und umrühren, bis sich das Wasser grün verfärbt. Dann mit dem Umrühren aufhören. Okay. Schimmelschleimextrakt zugeben und den Trank links herum rühren, bis er eine rosa Färbung annimmt. Ja, woher weiß man immer, ob man jetzt schon einmal... Also ich klicke immer, aber ich habe keine Ahnung. Ich verlasse mich da einfach auf ihn, ob er dann aufhört, aber... Ja. Rote Schweißachseln dazugeben und warten, bis rote Bläschen aufsteigen. Dann sofort so schnell rühren wie nur möglich. Ganz schnell rühren. Jetzt. Hirschkäfergeweihpulver in den Trank streuen und sobald der Trank zum dritten Mal blau wird, sofort die Knochenwürmer hinzugeben. Okay. Bis hierhin waren wir ja auch schon. Oh Gott. Einmal blau. Zweimal blau. Dreimal blau. Anschließend die asthmatischen Speckmaden hinzugeben und den Trank viermal rechts herum, zweimal links herum und dreimal rechts herum. Oh Mann, ich will nicht, dass das wieder schief geht. Wann macht er denn viermal rumrühren? Ich mach's einfach, egal ob ich was sehe oder nicht. Aber es ist halt auch, okay. Viermal rechts, zweimal links, dreimal rechts. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Oh Mann, guck mal, jetzt habe ich viermal gezählt, aber irgendwie geht's halt auch nicht. Wann ist es denn? Fast. Ja, fast. Aber das ist richtig doof. Und nochmal von vorne. Ja, das... Im Topf köche Geisterpilze in den Trank geben und umrühren, bis sich das Wasser grün verfärbt. Dann mit dem Umrühren aufhören. Ich weiß schon, was ich tun soll, aber ich sehe einfach und weiß nicht, wenn ich das so mache einfach. Ach so, okay. Also erstmal klicke ich die ganze Zeit und weiß auch immer nicht, ob es trotzdem rührt. Deswegen ist es gut, wenn ich das einfach mal im Wasser ausprobiere. Aber wann ist es denn einmal rum gedreht? Ich weiß immer nicht, wie lange so eine Runde geht. Wisst ihr, was ich meine? Wann ist es denn viermal rum und zweimal links? Richtig blöd. Irgendwie. Ja gut, komm. Geisterpilze. Und rumrühren. Brauche auch nicht klicken, ich rühre einfach. Vielleicht rühre ich auch in zu großen Kreisen. Ja, jetzt habe ich doch. Passt doch. Schimmelschleimextrakt zugeben und den Trank links herum rühren, bis er eine rosa Färbung annimmt. Ich glaube, ich rühre in zu großen Kreisen. Ich mach's mal kleiner. Ja, links rum, bis es rosa wird. Ich finde das gemein mit diesem links rum, rechts rum. Rote Schweißachseln dazugeben und warten, bis rote Bläschen aufsteigen. Dann sofort so schnell rühren wie nur möglich. Ha, bis dahin geht ja alles immer irgendwie. So, ganz schnell rühren. Hirschkäfergeweihpulver in den Trank streuen und sobald der Trank zum dritten Mal blau wird, sofort die Knochenwürmer hinzugeben. Oh mein Gott. Einmal. Zweimal. Und dreimal. Anschließend die asthmatischen Speckmaden hinzugeben und den Trank viermal rechts herum, zweimal links herum und dreimal rechts herum. Ich mach's einfach so nach Gefühl. Also viermal rechts, zwei links, drei rechts.
Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Oh, guck mal, das ging doch noch. Ich habe das so schnell gemacht und ich bin doch noch nicht mal viermal rumgerührt gewesen. Und nochmal das Ganze. Dieses Mal wird es funktionieren. Klar. Ich mache das jetzt nicht nach viermal Gefühl. Anders geht das ja gar nicht. Im Topf köchelt Geisterpilze, in den Trank geben und umrühren, bis sich das Wasser grün verfärbt. Ich mach das jetzt einfach ganz schnell. Ich mach das nicht so lange mit viermal rühren. Für mich ist das jetzt erst so viermal rumgerührt und dann explodiert es schon. Das ist doch noch keine... Wisst ihr, was ich meine? Einfach... Ich mach das einfach nach Gefühl. So blöd. So, jetzt wird schnell grün. Los, seh zu, wird grün. Ja, geht doch. Schimmelschleimextrakt zugeben und den Trank links herum rühren, bis er eine rosa Farbe. Schnell! Wir werden Stärkungstrank. Meister. Naja, noch nicht ganz, aber. Das erste. Rote Schweißachseln dazugeben und warten, bis rote Bläschen aufsteigen. Dann sofort so schnell rühren wie nur möglich. Schnell, 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 schnell. Hirschkäfergeweihpulver in den Trank streuen und sobald der Trank zum dritten Mal blau wird, sofort die Knochenwürmer hinzugeben. Okay. Einmal. Zweimal. Und dreimal. Anschließend die asthmatischen Speckmagen hinzugeben und den Trank viermal rechts herum, zweimal links herum und dreimal rechts herum. Ja, ja. Vier rechts, zwei links, drei rechts. Klar. Ja, okay. Jetzt habe ich es einfach ganz schnell gemacht. Ist mir echt zu doof langsam mit diesem blöden Trank. Ah! Ich werde jetzt einen Cut machen. Mal das Ganze. Ja, ja. Dieses Mal wird es funktionieren. Ja, irgendwann wird es auch funktionieren. Klar. Das kann ja nicht so schwer sein. Also eindeutig war das jetzt zu früh und das andere aber zu spät. Also habe ich das Drehen noch nicht ganz raus. Bis gleich. Herum, zweimal links herum und dreimal rechts herum rühren. Ja. Okay. Oh, ich verzweifle mit diesem Drehen langsam. Oh, es hat sich verfärbt. Ja, okay. Es hat sich aber verfärbt. Das habe ich so ein bisschen gesehen. Vielleicht muss ich darauf achten. Und nochmal das Ganze. Oh Mann. Dieses herum und dreimal rechts herum rühren. Kein Ding, kein Ding. Viermal rechts, zweimal links, dreimal rechts. Zwei, drei, vier. Jetzt schnell zweimal. Und jetzt wieder rechts. Zwei, drei. Zum Abschluss sorgt das Pfefferminz für einen frischen Geschmack. Geben Sie einige Blätter hinzu und rühren Sie, bis der Trank eine goldgelbe Farbe annimmt. Okay. Oh mein Gott, lass es bitte fertig sein. Ich hätte nur auf die Farbe achten müssen anscheinend. Dummer Trank. Ich rühre jetzt einfach, bis es goldgelb wird. Damit ist das Stärkungselixier fertig. Wir empfehlen dazu einen trockenen Berserkertrank. Cool. Okay, es ist fertig, ja? Fertig? Ich hab's geschafft. Ja. Mein erster Zaubertrank. Oh Gott, endlich. Oh. Ja, dann nimm dir den Trank. Hast du den jetzt schon? Nee, das ist da, unser Stärkungselixier. Ja, dann soll er dazu mal was sagen. Entschuldigung, Herr Lehrer. Was gibt es? Das hat ja jetzt auch ein paar Anläufe gebraucht. Schaut, Meister Markus. Ich habe das Stärkungselixier fertig. Was? Gib mal her. Habe ich bestanden? Unglaublich, aber wahr. Hier, nimm. Sei sehr sparsam damit. So ein Trank ist wertvoll. Damit hast du die erste Prüfung bestanden, Wilbur. Das ist schon mal eine Prüfung mehr, als ich dir zugetraut hätte. Die anderen schaffe ich auch noch. Genau. Wenn du meinst. Okay, ich muss weiterlernen. Auf Wiedersehen, Herr Lehrer. Auf Wiedersehen, kleiner Schüler. Dann haben wir das ja jetzt geschafft. Schade, dass es dafür nicht so eine kleine Belohnung gibt. Mein Stärkungselixier ist in der Fiole und einen weiteren Trank muss ich nicht brauen. Zumindest jetzt nicht. Oh, bin ich froh, dass wir das geschafft haben. Wie kriegen wir den Tod denn jetzt aber auch mal abgelenkt, frage ich mich. Wir haben die Feuerwerkskörper. Vielleicht können wir ja mit denen irgendwas machen.
Die haben wir ja jetzt neu. Ich benutze mal die Karte. Wir gehen mal hier zum Sumpf. Wenn es denn geht. Genau. Weil ich mich dann doch frage, ob wir die irgendwie... Oder müssen wir die vielleicht sogar hier benutzen? Ich weiß es nicht. Da hängt er ja noch rum. Da ist das Buch. Ja, ach so. Genau, wenn wir hier die da reintun in den Ofen, das wär's doch. Dann geht's richtig ab. So, babam. Ob der Tod so einfach auszutricksen ist? Was zum... Oh, er ist schön abgelenkt jetzt. Guck mal, so einfach geht das. Im Ofen knallt und raucht es. Das ist noch nie passiert. Na dann, mach das jetzt. Benutzt die Feder im Buch. Wildbur Wetterquarz. Weißkammerbirge. Todesdatum? Jetzt? Aber gleich. Wie kommt denn Wilbur zurück dann? Unglaublich. Ich habe den Tod ausgetrickst. Ja, und wenn du stirbst? Ich wüsste nicht, warum das Holz so knallen sollte. Das war seltsam. Allerdings ist das vielleicht auch nicht so schwer, wie uns das Sprichwort glauben lassen möchte. Mhm. Ja, okay. Möchtest du darüber mit ihm reden? Tag, Tod. Hallo. Ja. Ich habe nochmal in das Buch der Toten gesehen. Und da steht mein Name. Ich muss sterben. Tatsächlich? Das ist ja wundervoll. Da scheint jemand begriffen zu haben, dass sich Gewalt verkauft. Oh Gott. Lebe wohl, Sterblicher. Armer Wilbur. Ah, das tat gut. So fühlt es sich also an, tot zu sein. Es ist etwa so wie Himbeerkuchen von Tante Ethel. Okay, Wilbur ist zurück als Geist und ja, den gucken wir uns als Geist weiter an. Im nächsten Part von The Book of Unwritten Tales, Leute, wir haben den Tod ausgetrickst. Bis dann!